Mike Shanahan hat für 5 Jahre in Washington unterschrieben. Am heutigen Mittwoch um 14 Uhr Ortszeit gibt es die Pressekonferenz, an der die Neuigkeit verbreitet werden soll. Zu tun hat der neue Head Coach genug. Das schlechte Abschneiden des Teams sorgt für Unruhe unter den Spielern. Running Back Clinton Portis hat seinen Quarterback Jason Campbell verbal angegriffen. Er unterstellt ihm Führungsschwäche und ist der Meinung, dass er als Team-Captain nichts taugt. Portis meint, dass Campbell völlig überfordert damit ist, den richtigen Spielzug anzusagen, und alles andere würde ihn noch mehr überfordern. In der Umkleidekabine habe er auch nicht den Respekt der anderen Teamkollegen. Zum besten Frischling unter den Verteidigern wurde Brian Cushing gewählt. Der Linebacker der Texans war eine Tackle-Maschine, der 133 Tackles in der abgelaufenen Saison ansetzte. Eine Regelerweiterung gibt es für die Playoffs. Hier darf die verbleibende Zeit auf der Spieluhr in der letzten Minute jeder Halbzeit und der Verlängerung per Videobeweis überprüft werden. Verletzt oder nicht verletzt? Das ist die Frage, die viele Beteiligte anders beantworten. CBS verkündete, dass Tom Brady wenigstens eine gebrochene Rippe habe. Bill Belichick verneinte das vehement, doch sein Quarterback fiel ihm in den Rücken, als er der Presse sagte, dass er tatsächlich verletzt wäre. Am Sonntag werden wir ja sehen, wie Brady drauf ist. 3 wichtige Spieler der Cardinals plagen sich mit Verletzungen. Wide Receiver Anquan Boldin hat einen verstauchten linken Knöchel. Defensive End Calais Campbell hat einen gebrochenen linken Daumen. Und Cornerback Dominic Rogers-Cromartie hat eine Prellung an der linken Kniescheibe. Sehr wahrscheinlich wird aber keiner der 3 seinen Einsatz am Sonntag verpassen. Der Zusammenbruch der Giants forderte sein erstes Opfer. Wie erwartet wurde Defensive Coordinator Bill Sheridan gefeuert. Bengals Wide Receiver Chad 85 ist am Knie verletzt. Zwar blieb er im Spiel gegen die Jets ohne einen gefangenen Pass, aber beim Versuch, einen zu fangen, prellte er sich das linke Knie. In der 2. Halbzeit wurde er nicht mehr eingesetzt, um das Knie zu schonen. Sein Einsatz gegen die Jets ist aber nicht gefährdet. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.